Ja, ich lebe noch. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum es keine Videos kam. Und das liegt das liegt daran, weil ich ziemlich wenig Motivation hatte. Ja, und diese wenige Motivation kommt deswegen, weil es einfach die ganze Zeit regnet. Warum regnet es denn jetzt? Jedenfalls, und weil die ganze Zeit draußen halt es bewölkt ist, grau ist, man hat keine Lust rauszugehen, um was zu unternehmen. Und außerdem, es wird einfach ultra schnell dunkel. Um 16 Uhr sieht es so aus, als wäre es 20 Uhr ungefähr. Ja, man, das ist halt so, die ganze Zeit, es ist einfach so ultra schnell dunkel und das regt auch auf eine Art auf, weil man nicht rausgehen kann, um was filmen kann, weil ich habe um 14.35 Uhr Schluss, bin 15.30 Uhr zu Hause, dann in einer halben Stunde wird es schon wieder dunkel und dann hat man einfach keine Lust, irgendwas noch zu machen. Oder man kann eigentlich nichts mehr machen. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, dass keine Videos kommen, aber ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Natürlich versuche ich jetzt mehr Videos natürlich zu machen, weil ich habe noch, also jetzt steigt die Motivation wieder. Aber im Winter ist es halt ein bisschen schwieriger, irgendwas Cooles zu filmen halt. Aber natürlich kommen im Winter auch Videos, also da kann man dann auch verschiedene Möglichkeiten machen. Zum Beispiel halt... Wie zum Beispiel, wenn man Schlittschuh laufen geht oder irgendwas, wenn es schneit, dass man halt rausgeht, dann halt coole Winteraufnahmen macht. Vielleicht aber auch nach Weihnachten mal meine Geschenke zeige, weil ich bekommen habe. So, was kommt als nächstes? Ach so, genau. Und ich hatte noch eine kleine Idee, weil ich will ein neues Q&A drehen. Leute, schreibt mir jetzt Fragen in die Kommentare und... Fertig? Cool, dann kann es weitergehen. Und ja, und das nächste Thema ist... Ich will mein YouTube-Konzept ändern, also mein Content auf YouTube will ich ändern. Das heißt nicht, dass ich halt keine Challenges oder so mehr machen werde. Na klar, ab und zu ja, aber ich will halt ein bisschen mehr Content machen, in dem Sinne, ja, ein bisschen informativer und nicht so ein Mainstream-YouTuber, was jeder macht. Sowas, das will ich nicht machen, auch wenn es viele Klicks bringt und Likes und Abos. Aber nee. Ja, ich will es einfach nur ändern, so ein paar Cinematic-Videos machen, auch wenn es viele Klicks bringt und Likes und Abos. Allgemein Videos oder so, was meine ich jetzt, allgemein Videos. Ich meine natürlich Vlogs natürlich noch und ja, halt, dass die Videos halt nicht, die kommen, werden nicht regelmäßig kommen, weil ihr wisst, Winter, habe ich ja erzählt. Ja, und die sollen halt ein bisschen aufwendiger werden. Ich habe ein neues Schneideprogramm. Final Cut Pro. Und da muss ich erstmal mit klarkommen, aber natürlich gibt es ja mehr Effekte, mehr bessere Sachen, die man machen kann. Deswegen könnten die Videos auch ein bisschen aufwendiger werden, worauf ich sehr Lust habe. Und apropos aufwendig, ich habe ja fast die 200 Abonnenten geknackt und deswegen bereite ich momentan auch mein 200 Abonnenten-Special vor. Und ihr... hat es erst, wenn ich 200 Abonnenten habe. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, heute ist ein kleines Infovideo, Laber-Video, Real Talk, weiß ich, wie man das nennen soll, gefallen. Und wenn euch die Location gefällt, so mit dem Licht und der Pflanze, und ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hui.